Ja, der geht mir heute schrecklich auf die Nerven. Ich hab schon gedacht, ne? Aber nein. Bist du fertig? Ich bring das hinein. Jetzt wäre ich auch noch nervös. Was noch? Können Sie nicht vielleicht ausnahmsweise... Ja, aber selbstverständlich. Und zwar was, bitte? Ich meine, ich verstehe, dass Sie gut aufgelegt sind. Aber wenn Sie vielleicht anstatt des Radetzky-Marsches einmal einen anderen auflegen täten. 3 Stunden Radetzky-Marsch. Mit Vergnügen. Ja, und dann noch die Hinzurechnungsbeträge. Wieso? Warum verstehen Sie, dass ich gut aufgelegt bin? Jetzt, wo Sie so ungeheuer reich geworden sind? Ich bin reich geworden, ich? Die Erbschaft. Gehört meiner Tochter. Aber bei dem Familiensinn, der in Ihrer Familie herrscht? Gehört trotzdem ausschließlich meiner Tochter. Ja schon, aber es wird doch auch reichen, dass sich auch der Herr Papa endlich irgendwas leisten kann. Ein Hobby, eine Leidenschaft. Die kann ich mir schon so auch leisten, Herr Kollege. Aber was für eine denn? Das geht Sie einen Schmarrn an. Klar. Und zwar philosophisch betrachtet. Das Leben ist kurz. Bitte, bitte, lass uns mal mit Ihrer Philosophie in Ruhe. Bitte. Danke. Gern. Hat das was mit der Kleiderpuppen zu tun, die Sie seit neuestem verwenden? Ihr Hobby? Oder dem abgesperrten Schrank im Absteckkammer? Gott, sind Sie neugierig. Also dann befriedigen Sie doch die Neugierde, die meinige. Und schildern Sie mal das Hobby, das Ihrige. Glauben Sie, man merkt nicht, dass Sie jetzt länger im Büro bleiben, als Sie das früher sonst immer getan haben? Nee, noch ein Wort und ich trelle wieder den Radetzky-Marsch. Also ich erkläre die Diskussion über Ihr Hobby für beendet. Und Ihre Tochter? Was macht die mit dem Föhngeld? Das ist noch Gegenstand familiärer Beratungen. Das wird noch genau überlegt. Geht's gut? Ziemlich, ja. Probleme gelöst? Ich meine, Familie, Erbschaft und so weiter? Nein. Okay. Aber das ist nicht so schlimm. Ich weiß schon ungefähr, wie ich es machen werde. Na, das ist doch gut, ja. Und Sie wissen auch, was Sie mit dem Geld machen werden? Na, zögern jetzt. Fangen Sie auch noch damit an? Ich höre schon an. Geh nur einkaufen. Ne? Viel brauche ich ja nicht, aber ständig brauche ich. Was brauchen Sie was? Ja, 1/8 Butter und 1 Milch, wenn es geht. 1/8 Butter, ja. Wie viel Milch? Halber Liter. Halber Liter. Das gehen wir auch. Danke. Das ist was Interessantes? Na, ich weiß noch nicht, aber ich glaube nicht. Also, ich komme bald wieder. Wiedersehen. Wiedersehen. Schluss für heute. Ich gehe. Klein und fein oder Pressomatik? Weder noch. Gelegentlich darf ich wohl ein Privatleben auch noch haben, nicht? Meinen Leidenschaften nachgehen und so. So viel Sie wollen von mir aus. Mir ist alles recht. Also dann, wieder. Ah, Sie gehen schon. Pressomatik oder klein und fein? Noch weder. Na, irgendwann muss der Mensch auch ein Privatleben haben, ne? Aber Sie betreiben doch Ihr Hobby hier, im Büro, habe ich geglaubt, nach der Arbeit. Es gibt aber auch noch Wege, die man für ein Hobby machen muss, ne? Besorgungen, Schnüffeleien, Kontakte. Verstehe. Ja, also dann, wieder, ich muss mich noch bedanken. Oh, das ist sehr, sehr angenehm. Für was denn? Naja, dafür, dass Sie mit der Claudia im Philharmonischen gewesen sind, natürlich. Suchen Sie Ihnen was anderes zum Bedanken. Das war ein großes Vergnügen für mich. Nämlich. Wirklich? Das ist ein gescheites Mädel, hören Sie, das ist ein blitzgescheites Mädel. So viel Charme, dass eine Tochter von Ihnen haben kann.
Naja, aber. Aber es ist halt vielleicht doch ein bisschen mühsam für einen, wenn es nicht gewöhnt ist. Ich bin Meister im Rollstuhl zusammenklappen. Und hübsche Mädchen ins Auto heben und heraus. Ja, also dann, wieder. Ich hoffe, dass es Sie auch ein bisschen Vergnügen gemacht hat. Vergnügen? Sie war begeistert. Mehr von Beethoven oder mehr von Mahler? Vor allem von Ihnen. Wieder, habe ich schon gesagt. Also, schauen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Erstaunlich, erstaunlich. Was? Wieso ist der Merian so gut aufgelegt? Weil es eine Teeerbschaft ist. Ah, ist er das? Ja. In letzter Zeit häufig. Vielleicht eine heimliche Leidenschaft. Ach so. Ja. Und Sie auch? Ich? Ja. Seit ein bis zwei Wochen vielleicht. Dann bin ich das. Ja. Ja, also das ist wahr. Ich bin gut aufgelegt, ja. Ich bin das. Und verbrauchen viel weniger Pulver seit ein paar Tagen. Ja, das ist auch wahr. Aber es ist alles nicht so erstaunlich, wie dass Sie, lieber Herr Kollege, so gut aufgelegt sind. Ich lese, schon wieder neue Krawatte. Ja. Nein, die Frau Herberger, schon wieder ein neues Kleid. Mit dem Ausverkauf. Was geht vor? Geht was vor mit uns? Ist was passiert? Steuererklärungen und gute Laune, sowas gibt's? Sowas gibt's. Der Verkauf, Herr Schmidt. Was sagen Sie? Also mit Ihrer blöden Kaugummikauerei, ich verstehe kein Wort. Wollen Sie mir schon das Rauchen abgewöhnen? Ja, komm schon. Irgendein Laster muss der, Moment, muss der Mensch doch haben. Ah no? Ja, muss er? Ja, ja, ich schon. Ich habe gesagt, das ist ein Wahnsinn. Ja, kurios ist das schon. Ja. Dabei, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es so viele Sorten von Geschirrtüchern gibt. Also der menschliche Erfindungsgeist ist wirklich au! Grenzenlos. Grenzenlos, du hast recht. Aber ich sage Ihnen eins, unser Alter hat durchgedreht. 3 Millionen, ja, 3 Millionen Geschirrtüchel. Wissen Sie, wie viel Libia es gibt? 2,5 Millionen haben Sie gesagt. 2,7. Aber? Ja, nicht aber, ich habe nachgeschaut. Ja, weil darunter Beduinen viele, ja. Na, wenn Sie in der Wüste jetzt sind, stecken. Ja, wenn Sie in der Wüste sind, wie waschen Sie das Geschirr? In der Wüste, wo das Wasser knapp ist. Ja, wahrscheinlich geht es mit Sand putzen. Na eben, ja. Und unser Alter glaubt, dass er ein Geld sieht, wenn er denen die 3 Millionen Geschirrtücheln verkauft. Reden Sie zu viel, beeilen wir uns. Er muss gleich kommen. Ich meine nur bitte, Geld ist schon was, was einem den Kopf verdrehen kann. Aber 3 Millionen... Ja, 3 Millionen... Kommen Sie denn eigentlich jetzt anders vor, Frau Merian? Warum? Na ja, mein halt. Sie meinen wegen der Erbschaft? Ja, ist doch ein Unterschied, nicht? Wenn man plötzlich ein Geld hat, oder? Der einzige Unterschied besteht darin, dass einen die Leute plötzlich ganz anders anschauen. Bitte, kann sein, dass mein Charakter allmählich davon verdorben wird, aber... Also das wäre meine geringste Sorge. Guten Tag, sind Sie die Claudia Merian? Ja. Bis Gott, Frau Wöffler. Bitte ein Express einschalten. Danke. Okay. Also, ja. Sie das hier unterschreiben? Jawohl. Einschreiben, was? Ja. Bitte sehr. Danke. Bis Gott. Bis Gott. Also, wenn ich so viel Geld hätte wie Sie. Also, was würden Sie tun? War das was Wichtiges? Nein. Also, was täten Sie dann? Ich? Naja. Eine Weltreise? Ich? Aber gehen's. Dazu bin ich doch viel zu alt. Wieso sind Sie zu alt dafür? Was hat das mit dem Alter zu tun, wenn man sich was Neues, was Fremdes anschaut? Den Fujiyama und den Pyramiden ist es wurscht, ob sie von einem Jungen oder einem Alten angeschaut werden, oder? Geht's ernsthaft, das wäre doch nichts für mich. Warum fahren denn Sie nicht dorthin? Aber ja, vielleicht tue ich's ja, warum nicht? Aber ich habe ja Sie gefragt. Also, wenn ich ein Geld hätte, ich meine viel Geld. Ja? Naja, ich tät's in der Lotterie setzen. Ich tät nach Baden fahren, ins Casino, unter uns gesagt, das wäre meine Leidenschaft. Ja, aber wieso denn, wenn Sie das Geld eh schon hätten? Damit's mehr wird. Das Geld, damit's noch mehr wird, das ist doch klar. So viel Geld, wenn ich einmal zusammenbringet. Was täten Sie denn damit? Doch. Bin ein ganz einfacher, unkomplizierter Typ.
bisschen ein Sportwagen oder zwei. Bisschen ein paar Hosen. Pardon. Versteh schon. Ich meine das wirklich ganz unkompliziert. Aussteigen halt. Sommer. Bisschen nach Felden. Aussteigen. Und im Winter. Bisschen nach Zürs. Aussteigen. Und ein bisschen eine Wohnung. Zum Absteigen. Und das wird sie befriedigen? Es tät. Toto? Na, da spiele ich lieber im kleinen Lotto. Aber das Wahre ist es auch nicht. Was wäre denn das Wahre? Am Spieltisch sitzen, so wie im Film. Und so richtig aus dem Vollen heraus die Bank springen, das wäre mein Traum. Das ist schon ein Ampo, was Schönes. Ich glaube, der spekuliert auf die libyschen Petrodollar, der Alte. Oh Gott, ich soll nicht immer der Alte sagen. Wenn der Chef sie hört, dann schmeißt er sie raus. Wie wahr? Das ist ja geradezu eine Fülle. Eine wahre Fülle ist das. Ja, da drin haben wir noch so ein Stück, 70 oder 80. Ja, die haben wir da nicht mehr draufgebracht. Eindrucksvoll, wirklich sehr eindrucksvoll, diese Fülle. Ja, wir sind da die ganze Woche lang herumgerannt drum. Ja, das heißt, meine hauptsächlich ist die Frau Merian gelaufen. Aber ich meine, als Mann hat man ja weniger Beziehung zu so Geschirrtücheln. Dankenswert, wirklich sehr dankenswert. Ich weiß diese Einsatzbereitschaft im Interesse der Firma durchaus, das weiß ich durchaus. Nein, diese Fülle, es greift sich gut an. Ja, aber diese Saugfähigkeit ist sehr beschränkt bei dieser Sorte. Saugfähigkeit? Ja. Ach so, Saugfähigkeit, ach, das ist nicht so entscheidend. Bitte. Das ist nicht so entscheidend? Bitte, Herr Direktor. Ja, lieber Herr Lenz? Es ist wirklich nur eine Frage. Das Muster ist auch interessant. Ja, bitte, aber das ist ja nicht. Das habe ich nur gekauft, weil das so kurios aussieht. Direkt wasserabstoßend ist das. Aber gehen Sie. Ja, möchten Sie uns nicht endlich sagen, was die Livia mit diesen Geschirrtücheln anfangen sollen? Das ist nicht unser Problem, Herr Lenz. Das ist nicht unser Problem. Bitte, mit nicht saugfähigen. Herr Direktor, die Frau Direktor ist am Apparat. Ich rufe Sie zurück. Na ja. Wasser abstoßen. Wie ist die preisliche Lage? Ja, sie schmeißen es uns nach, wenn wir sie haben wollen. Die kriegen die Dinger nicht weg, weil das keine Saugfähigkeit hat. Irgendein Fabrikationsfehler. Herr Direktor, die Frau Direktor will Sie aber unbedingt sprechen. Sagen Sie meiner Frau, sie soll... Bitte? Sagen Sie, ich bin geschäftlich unterwegs. Ja, aber die Frau Direktor wird sich damit nicht zufrieden geben. Das ist ein Befehl. Hä? Und dann stellen Sie das Telefon ab und dann gehen Sie bitte nach Haus. Wie? Ja. Ja, bitte. Also preisgünstig. Ist erfreulich. Sehr erfreulich. Ja, aber wenn Sie doch nicht saugfähig sind. Aber das spielt doch gar keine Rolle. Und jetzt wäre ich Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie mich allein ließen. Ja, aber es ist doch erst... Ja, ich weiß, aber ich bitte zu verstehen, ich muss allein sein jetzt. Ich muss in Ruhe nachdenken. Auf Wiedersehen, bis morgen. Herr Pietschen, von mir aus, wenn er seinen Wahnsinn in Ruhe ausleben will, von mir aus gehen wir heute. Ja, und was machen wir mit dieser komischen Ausstellung da? Hängen lassen, wenn's der Alte will. Also, ich hab meine Goschen am Telefon angehängt. Ich glaube, die da wirkt, wenn er halt nach Haus kommt. Hört auf mit dem Ton. Aber ich sag's doch nur, weil er mir leid tut mit seiner Frau, so ein nobler Mensch, wie er ist. Jesus, ich muss ja noch... Nein! Wieso? Ich muss ihm doch noch sagen, dass der Direktor Braunhals ihn heute Nachmittag unbedingt sprechen will. Das ist wichtig, sehr wichtig. Raus! Tür zu! Na, du liebe Zeit. Was hat er? Durchdraht. Grüß Gott, Herr Doktor. Grüß Sie, Herr Erwin.
Danke. Ich weiß nicht, was meine Leute dazu sagen werden, aber ich bin, ja, wahnsinnig glücklich mit der Frau. Obwohl, das ist schon eine Katastrophe, weißt du? Jetzt ist sie wieder in Amerika und das nervt mich natürlich furchtbar. Ich möchte sie heiraten. Im Ernst? Ja, aber sie will nicht. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Nein. Ich weiß nicht. Weißt du, es gibt so Sachen, die drehen einen total um. Man wird plötzlich ganz wer anderer, nur weil irgendwer. Man lebt in einer ganz anderen Welt, die genauso ist wie die da, aber halt ganz anders. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Doch, irgendwie schon. Aber das geht nicht nur dir so. Wir leben halt in einer Jahrtausendzeit. Und irgendwie trifft es jeden. Das große Aussteigen hat begonnen, sozusagen. Ja, aber du fährst das mit deinen Eltern weg, oder? Ich weiß es wirklich nicht. Du willst nicht, oder? Da hast du was anderes vor? Beides. Dann weißt du es ja doch. Na, eben nicht. Ja, hörst du's. Schön, dass du wieder da bist. Endlich jemand, mit dem er reden kann. Geht mir auch so. Und? Wie war's bei dir in Graz? Naja, ist nicht viel zu erzählen. Bisschen was mit einer Cousine zweiten Grades, aber du weißt ja, meine Familie sitzt da unten. Aber weiter nichts Wichtiges. Und das Studium wollte ich halt hinter mich bringen, so schnell wie möglich. Bisschen betäuben und so. Immer noch die Claudia? Ich bin eben kein Aussteiger, offenbar. Wenn ich ehrlich bin, ich verstehe dich überhaupt nicht. Du, der Gruppendynamik-Workshop gestern war super. Solltest auch gehen. Ich weiß nicht, das ist nichts. Unbedingt solltest du gehen, unbedingt. Mach diese nicht locker, weißt du? Den Unsympathen kennst du nicht. Na, den Unsympathen vom Seminar. Den mit den blauen Stiefeln. Also, wie es den gestern in die Psychomangel genommen haben, arg. Okay. Arg, wirklich, ein echter Umstieg. Hat's aber echt braucht. Papa, ich geh nach Haus. Mit mir ist halt nichts. Na, bleib noch. Es hat keinen Sinn. Mir fehlt halt jede Schwingung. Psychisch zu, verstehst? Servus. Da kannst du halt nichts machen. Eh nicht. Sag, warst du bei der Claudia in der letzten Zeit? Ich wollte, aber ich weiß nicht. Freund tät sie sich. Ist da ganz sicher? Ja, sie hat dich doch sehr gern. Ja, schon, aber ich weiß nicht warum, aber irgendwie sag mal, was du lässt sie mich nicht heran an sich. Zuerst sagst du, was mit. Und irgendwie bin ich dann verklemmt. Das musst du überwinden. Nämlich, verstehst, eine befriedigende Partnerschaft braucht einen richtigen Aufbau. Ohne Aufbau gibt es keine Befriedigung. Und ohne partnerschaftliche Befriedigung keine Selbstverwirklichung. Verstehst? Nein. Wie stellst du denn das vor? Schau, wir können uns zum Beispiel alles merken, was uns nicht passt. Und an einem Tag in der Woche regelmäßig drüber reden. Ich weiß nicht. Doch, weil das Ganze einfach objektivierbar macht. Schau, gestern ist die Tür zugehört. Das war unheimlich erfolgsvoll. Schaust du nicht hin? Der da. Wer? Der. Achso, der. Na, winken her da. Muss das sein? Erhebst schon wieder Besitzansprüche? Na, das nicht. Wie heißt er? Weiß ich nicht. Hey, du, Blonder, komm her mal da. Servus, Heinzi. Heinzi heißt er. Ich glaube, ich halte das nicht aus heute. Komm, geh mal. Zahlen, bitte. Ich gehe nach Haus. Wann kommst du mit? Ich weiß nicht. Du sagst, sie ist so belastet mit der Erbschaft und so. Dabei hat sie das Geld dabei. 54, 80. Danke, stimmt. Danke. Weißt was? Gehen wir zurück ins finstere Mittelalter. Ich spiele den Postillon d'Amour. Ich rede mit dir, aber damit passt er. Herr Ober, eine Flasche Sekt bitte und drei Glaseln. Tut's die Wiesen da nicht mit den Sternen verschandeln? Sonst sag ich's euren Müttern. Meine Mutter hat's mir aber erlaubt. Meine auch. Mir hat sogar mein Vater erlaubt. Dann sag ich's der Hausfrau. Ihr hat's uns auch erlaubt. Sie tut nichts anderes als den ganzen Tag schimpfen. Schaut, wer im Haus ist, wer reinkommt, wer rausgeht. Sie hat halt nichts anderes zu tun. Ja, wie ich.
Aber geh, das ist doch noch nicht lang her, dass du die Matura gemacht hast. Aber irgendwas werde ich wieder tun. Weißt schon was? Was weiß ich schon, nur wie ich es mache, weiß ich noch nicht. Wenn ich dein Geld hätte. Na, was geht's dann? Ich würde Entwicklungshilfe machen. Ah ja? Hm. Irgendwo in Afrika. Oder in Asien. Im Ernst? Klar. Und warum? Weil ich weg will. Ach so. Was sagt denn der Heini dazu? Mit dem habe ich noch nicht darüber gesprochen. Aber ich will weg. Irgendwann. Irgendwohin, wo was los ist. Ja, selbstverständlich. Natürlich, selbstverständlich. Bitte sehr. Bitte, wiederhören. Was los? Wir entwickeln uns schon wieder. Wohin? Kennen wir uns mit der italienischen Steuer aus? Per che la domanda? Die Presomatik jetzt auch in Bozen und in Brixen eine neue Filiale aufmachen. Na, ohne uns. Senza neu. Aber wir sollen heute das Know-how beisteuern. Know-how auf Italienisch. Per pacco. Na ja, schön, ich werde heute mal in unserer Fachrunde erklären, was da so in Südtirol in Frage kommt. Das ist eigentlich so unglaublich, diese Presomatik, was? Incredibile, incredibilissime. Sie sehen, weil das die einzige von unseren Firmen ist, die noch expandiert. Na geht schon. Klein- und Feinstall hält sich auch ganz gut, ne? Hält sich, ja. Hält sich, gerade noch. Und die Balkon-Switch, aber sonst? Miese Zeiten sind das. Ja, Sie, das sagen Sie, seitdem ich Sie kenne. Na, habe ich nicht recht gehabt? Ja, ein Prophet, der immer nur Schlechtes zu prophezeien hat, der hat allalong einmal immer recht. Das ist keine Kunst. Ich bin nicht Prophet, ich bin Philosoph. Grüß Gott. Gnädige Frau, also, das ist aber wirklich nett. Mein Gott. Ja. Ist die Hand. Grüß Gott. Ich habe zufällig ein bisschen Zeit gehabt und da habe ich gedacht, hol's den Peter ab. Nee, ist er nicht da? Nein. Nein, leider nicht. Naja, kann man nichts machen. Hätte auch vorher anrufen können, ne? Wo ist er denn? Schon nach Haus? Ja, wo ist er denn? Er hat gesagt, er hat noch einen. Ja, wollte halt einmal ein bisschen früher weg, nicht? Er hat früher Schluss gemacht. Na, ist ja nicht so wichtig. Dann will ich nicht länger stören. Ja, gnädige Frau, Sie uns stören. Also die gefühlte Kalbsbrust damals bei Ihnen, die war hervorragend. Wirklich? Ja. Dann müssen Sie bald wiederkommen. Ja. Ach, weil ich gerade da bin. Ja. Eine Gehaltsbestätigung. Mit Aufstellung. Also. Seit Wochen verlange ich sie von ihm. Es ist nämlich wegen einer Behindertensache für unsere Claudia. Der vergisst es dauernd. Na, und wenn ich schon da bin. Nein, es ist klar, bitte, Frau Herr Berger. Hab's eh schon geschrieben, Moment davon. Danke. Ach ja, natürlich, und vielen Dank, dass Sie die Claudia ins Konzert geführt haben. Ja, ich habe schon Ihrem Mann gesagt, das war ein Riesenvergnügen für mich. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Sie hat mir erzählt, dass Sie sie auf Ihren Armen in den Saal getragen haben. Ja, das hat er. Ja, wissen Sie, ich hoffe nur, dass es ihr nicht unangenehm war. Es war so ein gewisses Aufsehen, immerhin. Da kennen Sie die Claudia nicht. Nein, sie reagiert da ganz normal. Also weißt du, was ich machen würde, wenn ich plötzlich so viel Geld hätte wie du? Nein. Willst du es wissen? Nein. Ist aber dumm von dir. Ich habe da nämlich ein Programm ausgearbeitet, das genau auf dich und deine... Meine ganz speziellen Bedürfnisse? Genau. Speziellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Komm, lass das geschehen. Also in Gottes Namen, dann erzähl's mir halt. Also zuerst einmal würde ich mir einen Wohnwagen kaufen. So einen... Oder extra anfertigen lassen. Das wäre aber teuer. Ja, vergiss nicht, du kannst dir alles leisten. Ein Wohnmobil, wo alles drin ist und genau auf deine speziellen Bedürfnisse abgestimmt. Komfortabel. Und damit kannst du dann überall hinfahren, wo du willst. Auch übersehen. Alaska oder überhaupt die USA. USA wäre schön. Apropos Alaska, wie geht's denn dem Liguster? Ich weiß nicht. So wie immer, denke ich. Ich habe dich doch extra gebeten, dich danach zu erkundigen. Ja. Zu blöd, dass ich kein Telefon habe. Ja, sobald ich oben bin, hänge ich mich ans Telefon.
Aber was ich sagen wollte, diese rollende Wohnung, das kann man auch erweitern. Wieso? Kann man das aufklappen? Nein, ich meine das Prinzip natürlich. Kann man sozusagen eine Dimension dranhängen. Ein kleines Kajütboot zum Beispiel. Bist du dann völlig unabhängig? Also ich bitte dich, das ist doch infantil. Finde ich nicht. Und wenn, ist wurscht. Stell dir vor, du fährst da durch diese Wälder. Durch welche Wälder? Na ja, durch die Endlosen eben. Was weiß ich, Finnland oder Alaska oder Kanada. Die Äpfel der Hesperiden quasi. Aber du rufst an wegen dem Liguster, ganz bestimmt, ja? Ja, ja. Und dann kommst du an einen riesigen See. Oder Irland. Da gibt's Kanäle, da kannst du von einem Ende bis zum anderen fahren. Und dann die Landschaft an dir vorbeistreichen lassen. Oder mitten durchfahren. Jetzt fehlt nur noch ein kleines Flugzeug, das ich auch noch drüber schweben kann, zum Beispiel. Ist machbar. Es gibt heute schon Mini-Flugzeuge, die kann man zusammenklappen und... Und wer chauffiert das Ganze? Och. Du vielleicht? Da findet sich schon jemand. Na, wer denn zum Beispiel? Na, der Pauli zum Beispiel. Der Pauli. Ja, der magst du nicht mehr? Doch. Siehst, ihr könnt jetzt zusammen die ganze Welt erobern. Warum denn gleich die ganze Welt? Ja, ja, ich weiß schon, dass du mich für kindisch hältst. Aber vielleicht sind Träume überhaupt immer ein bisschen kindisch. Warum auch nicht? So schlecht ist ein Traum nicht, der sich um den Zustand von ja, Freiheit dreht. Einfach wegfahren, drüber fliegen, herumschwimmen, wie es dir gefällt und wo es dir immer gefällt. Aussteigen halt. Ist das dein Traum? Ja, ist eine gute Frage. Ja, manchmal schon. Gehaltsabstellung. Danke vielmals, Frau Herberger. Ja, bitte, gnädige Frau, falls sich Ihre Tochter wiederum nächsten Sonntag die Jupiter-Sinfonie... Ja, warum denn nicht? Fragen Sie sie doch. Ja, fragen Sie sie doch. Sie hat ja kein Telefon. Ich hätte ja längst schon angerufen. Ja, ja, da müssen wir irgendwas falsch gemacht haben. Sonst hätten wir es ja schon längst. Sagen Sie, das ist doch wesentlich mehr als voriges Jahr. An die 5.000? Ja, ja, wir haben jetzt mehr zu tun, wissen Sie, gnädige Frau. Und deshalb verdienen wir natürlich mehr. Ach so, ja. Ja. Ja, also dann, schönen Dank. Nein, bitte zu danken habe ich. Danke für diesen Besuch. Und ich rufe Sie an, wenn ich die Claudia befrage. Bitte, bitte, sind Sie so freundlich. Und bitte, einen schönen Gruß an die Kleine. Ja? Ja. Viele Grüße. Wiedersehen. Wiedersehen, gnädige Frau. Ja, ja, das ist eine reizende Frau. Okay. Und was sind Sie? Damen auf Händen tragen, Handküsse verteilen. Ganz Kavalier der alten Schule. Jetzt erfahren wir, was? Sie Kavalier mit Strupfen, Sie. Sie Mini-Philosoph, schauen Sie lieber, dass das Mädel zu einem Telefon kommt. Das ist doch eine Schande, so wen so sitzen zu lassen. Sie haben doch wen in der Postdirektion. Nur ein Cousin dritten Grades. Das reicht! Weißt du, dass der Papa eine riesen Gehaltserhöhung gekriegt hat? Nein. Mir hat er auch nichts gesagt davon. Komisch, was? Was macht er damit? Vielleicht feiert er heimliche Orgien. Der Pap. Oder er verspielt im Casino. Papa, gell. Da gibt's die komischsten Sachen. Aber sag mir, was soll ich mit der Erbschaft machen? Ich weiß nicht. Na komm, ich tät wetten, dass du dir das schon ganz genau überlegt hast.
Na ja, ja. Na also? Na schön. Pass auf, weißt du, man muss einfach die Logik der Situation beachten. Ich an deiner Stelle gehe davon aus, dass du praktisch alles damit anfangen könntest, was du nur willst. Ich meine, du könntest dir glatt, wenn man leicht, eine Ganztagshilfe leisten. Mehr eine Zofe oder mehr eine Krankenpflegerin? Sogar beides, wenn du willst. Ich will die eine nicht und die andere erst recht nicht. Ja, oder so eine Art Butler, wenn das wäre auch drinnen. Also Butler, Mama, sei mir nicht böse, aber wirklich. Das ist doch gar nicht so absurd. Ich meine das anders. Schau, du musst denken, dass du dir jetzt eine Villa mieten kannst. Mit einem gepflegten Garten und so. Und ein Auto. Aber dazu brauchst du doch wieder jemanden, der das Ganze in Ordnung hält. Ja, das ist klar. Na, siehst du. Also am gescheitesten wärst du, würdest jemanden finden, der alles kann. Gärtner, kochen, chauffieren. Aber das wird es in einer Person nicht geben. Außer eben mit so... Und das findest du schön? Bitte? Ja. Aber von solchen Sachen träumt man doch nur. Du auch? Klar. Ich meine... Wenn es so lustig ist, diese Haushaltführerei auch nicht. Der Schorsch mit seiner Schlamperei. Und der Mann, der das zweite Mal zu spät zum Essen kommt. Und die Vorhänge, die müssten auch schon längst wieder herunter. Und dann diese ewige Kocherei. Ich mach dir einen Vorschlag. Hm? Ich kauf's dir. Was meinst du damit? Na, die Villa und den Butler und die Zofe und das Auto. Ja, aber... Ich hab's ja, höre ich. Ich erfülle dir deine Träume. Ich schenke dir einen gepflegten Garten, einen Butler, eine Zofe und eine Köchin. Na, was soll ich dann machen? Vielleicht aufpassen, dass die Zofe die Vorhänge ordentlich abnimmt, dass der Rasen gepflegt ist und dass die Köchin ordentlich kocht. Findest du, dass ich so schlecht koche? Du kochst großartig. Ja, aber meinst du, ich gehe zu meiner Hetz in die Firma? Nein, keine Spur. Was rätst du denn an solche Blödheiten? Ich will dir deine Träume erfüllen. Und du mit deinem Geld umgehst. Grüß euch. Ja, servus. Servus. Du bist da wieso? Ja, freiwilliger Nachtdienst fürs Vaterland, ergo frühzeitiger Ausgang. Schön. Wo ist denn die Viola? Nachhilfe irgendwo. Wieso ist die nie da, wenn ich komme? Jetzt wenigstens was zum Essen? Ja, ich mach gleich was zu essen. Der Papa muss ja auch bald. Kommt halt dann alle rauf. Ich nicht. Also dir schicke ich's herunter. Heidi? Ja? Heidi? Schau, dass du deine Schwester ein bisschen zur Vernunft bringst. Vernunft? Wegen was? Wegen dem Geld. Ah ja, da wollte ich eh noch mit dir reden. Das ist mir klar. Wieso? Ja, das erfordert die Logik der Situation. Du hast den Durchblick, wie immer. Ja, also voran. Sag, wieso ist das logisch, wenn ich... Ja, schau, die ganze Welt will mir heute erzählen, was ich mit dieser Erbschaft anfangen soll. Also, ich soll mir ein zusammenklappbares Flugzeug kaufen. Einen gepflegten Butler. Ich soll ins Casino gehen oder nach Kanada fahren oder nach Alaska oder nach Afrika Entwicklungshilfe treiben und mir eine Zofe leisten. Sag, wer redet denn diese idiotischen Sachen ein? Jeder, der vorbeikommt. Ja? Hallo! Hier sind wir! Hallo, ihr zwei beide. Schön, euch zu sehen. Servus. Stell ich euch? Der Heini will mir gerade erzählen, was ich mit dem vielen, vielen Geld machen soll. Ah, also, dann schieß los, Heini. Oder wollt ihr allein sein? Keineswegs. Also, Claudia, an deiner Stelle tätig ich studieren. Ah ja? Und ja. Was? Ja, irgendwas total Ausgeflipptes, verstehst? Tibetanisch von mir aus. Aber Herr, da kommt mir ja nicht einmal hinein nach Tibet. Na, eben drum.
Ein paar Leute müssen trotzdem wissen, was tibetanisch ist. Es ist rührend, wie ihr euch um mich kümmert. Aber Claudia, ich bitte dich, ist gar nicht so dumm, was der Heine da sagt. Oder es gibt zum Beispiel kaum Untersuchungen über die Rolle der Verpflegung in der K&K-Armee im Zusammenhang mit dem Ausgang von Schlachten. Seit wann interessierst du dich für sowas? Ja, keine Ahnung. Mir nur gerade so eingefallen, ne? Wie fällt einem sowas ein? Tja, mein Gott. Ich wollte nur sagen, es gibt tausend Dinge, die man herausfinden könnte. Als Privatgelehrter sozusagen. Ja. Und du, was meinst du, was ich damit tun sollte? Ich hab mir gedacht, du solltest schlicht und einfach in ein bestehendes Unternehmen einsteigen mit deinem Geld. Und dann frage ich dich, was soll ich in dem Unternehmen tun? Na, gar nichts brauchst du machen. Das ist halt die Point. Du lässt einfach das Geld für dich arbeiten. Damit es noch mehr wird. Na klar. Na, und dann vielleicht ein bisschen an die Börse gehen damit. Na, lass dir was machen. Ja, dann mach's. Was? Ja, nimm's und steig in ein bestehendes Unternehmen ein und mach in Aktien und bau dir ein Firmenimperium auf. Weltweit am besten. Wozu? Ich hab schon die Pressomatik und die reicht mir. Willst du uns pflanzen? Hm? Naja, ein bisschen irre ist schon. Ja, und du, Heini, wenn du willst, dann kriegst du's und dann lern tibetanisch. Ich? Wie kommst du auf sowas? Naja, so halt. Und jetzt geht's essen, die Mama wartet eh schon auf euch. Die Viola schicke ich dann rauf. Also geht's schon. Tibetanisch. Servus. Wiedersehen. Wann gibt's was zu essen? Ja, bis ich fertig bin und alle da sind, würde ich sagen. Ne? Was denn? Was soll? Du nicht. Ich hab immer Sorgen, einmal große, einmal kleine. Warum, ist schon fast egal. Was ist, wenn sie durchdreht? Die Claudia? Jetzt redet sie manchmal schon so, dass man sie unter Kuratel stellen müsste. Siehst du, da mach ich mir keine Sorgen. Wenn das Geld erst einmal da sein wird. Ist noch da? Das dauert doch, das weißt du doch. Wenn das Geld erst einmal da sein wird, dann wird sie etwas sehr Vernünftiges damit anfangen. Claudia ist in letzter Zeit ein sehr selbstbewusster Mensch geworden. Gott sei Dank. Oh, ganz allein? Sie sind ja da. Na ja, ich. Ich muss Sie was fragen. Mich? Ja. Ja, also dann. Fragen's halt. Wenn Sie das Geld geerbt hätten, was würden Sie dann damit machen? Das weiß ich nicht. Wollen Sie einen Tee? Na, dann schlafe ich die ganze Nacht nicht. Na, vielleicht ein Sherry? Ja, da schlafe ich wie ein Murmeltier. Okay. Das Sportbüchel aus der Rocktasche vom Josef, aus dem grauen Anzug. Das ist eh mehr, als ich brauche. Und wenn ich Sie fragen würde, was Sie mir raten, was ich mit dem Geld tun soll, was würden Sie mir dann sagen? Ja, das ist schwer. Nein, weiß es nicht. Herr Zögernitz. Ich liebe Sie. Ich nun auch. Und kann ich Ihnen was helfen? Hinsetzen. Hinsetzen, ja, gut. Wo? Hm? Wo Sie wollen? Na, dort oder da? Da. Kann ich was helfen? Nein, danke. Wer ist eigentlich Emmerich Zögernitz? Emmerich? Ja, ja. Emmerich, das ist ein Stief, Neffe
von uns ein grauslicher Kerl. So ein... Grauslich? Ein Streithansel. Dauernd in Raufhändel verwickelt und so. Ich kenne ihn gar nicht. Der lebt in Deutschland, glaube ich. Mhm. Aber wie kommen Sie auf den? Der ist auf mich gekommen. Er ficht das Testament an, der Emmerich. Da, vom Rechtsanwalt. Weil ihr Bruder offensichtlich seiner Sinne nicht mehr ganz mächtig gewesen sein soll, als er es verfasst hat. Das sieht er mir. Ja, aber da kommt er nicht durch damit. Darf ich? Ja, das ist sicher. Ja. Das sagt der Rechtsanwalt auch. Geh ihnen als Zeuge. Ihnen als der leibliche Bruder, ne? Das sagt der Rechtsanwalt auch. Diesem Grunde muss ich mit einer Verzögerung und einer gewissen aufschiebenden Wirkung bedauerlicherweise... Na, das tut mir leid. Mir nicht. Prost. Prost. Haben Sie es Ihrer Familie schon erzählt? Nein. Die haben so eine Freude daran, dass ich jetzt reich bin. Warum soll ich die Ihnen nehmen? Ja? Eines, Claudia, Abend. Eines muss man natürlich auch bedenken. Ja, was denn, Papa? Dass die ganze Hinterlassenschaft eigentlich nur aus Goldmünzen besteht. Ja, aber deswegen kommst du extra runter? Also, damit du es weißt, bevor du entscheidende Entschlüsse fasst. Weißt du, momentan steigt nämlich das Gold wieder. Nannt, Herr Doktor. Nannt. Man kann es nämlich... Kannst du es ruhig liegen lassen? Ja, das... Die Mama schickt dir da einen Schnitzeck für alle Fälle. Danke. Das... Ach, guten Abend, Claudia. Papa, danke. Wiederschauen. Bitte, jetzt sollte man draußen beim Hausdor ein Taxler übergeben, weil das Hausdor schon zugesperrt hat, für Fräulein Claudia Merian. Ja, und von wem ist das? Na ja, es ist der Brieferl dabei, ne? Ja, ich sehe schon. Wo steht denn drin? Weil Telefonieren ja leider nicht möglich ist. Zu blöd. Was? Ja, mein Brünn habe ich nicht da. Das ist alles? Ja, keine Unterschrift. Thank you.